Es ist heiß, trocken, und eine Abkühlung in Form von niedrigen Temperaturen ist nicht in Sicht. Wer sich aber mit einem mitgebrachten Wasservorrat auf das Gelände begeben möchte, hat Pech gehabt, eigene Getränke sind nicht erlaubt. Dazu gehören Dosen, Glas, Flaschen, Tetrapack und Bett. Auch leere Behälter werden bei den Kontrollen am Eingang eingesackt. Wasserspender gibt es keine auf dem Gelände. Abkühlung nur im Foyer der Hallen. Es wird aber ausreichend Wasser zu angemessenen Preisen zur Verfügung gestellt, teilt Isabel Fechtmann vom Veranstalter Vogtmann Konzerts und Promotion mit. Eine Preisliste liege ihr jedoch nicht vor. Eine Abkühlung können die Besucher sonst nur in den Foyers der geöffneten Hallen genießen, in denen die Toiletten geöffnet sind, sagt Fechtmann. Der Weg zu den Toiletten soll vor Ort ausgeschildert sein. Große Rucksäcke und Taschen sind nicht erlaubt. Der Veranstalter weist außerdem nochmals darauf hin, dass keine Rucksäcke und Taschen, die größer als DIN A4 sind, erlaubt sind. Eine vollständige Liste kann im Netz unter koopmann-konzerts.de eingesehen werden. Wer mit dem Rad ankommt, soll darauf achten, es nicht an den Absperrzäunen festzuketten. Das Fahrrad wird sonst kostenpflichtig entfernt. Einlass ist am 4. August, ab 15:30 Uhr. Die Vorbands Rogers, The King Blues und Savis fangen ab 17:00 Uhr.